Ja, genau, wir sind hier in Angelbachtal-Michelfeld in der Talstraße. Mir wurde alarmiert zum Gebäude Vollbrand, zum Dachstuhlbrand. Als ich eintraf, hat sich die Lage oder die Meldung bestätigt. Ich war der Ersteintreffende hier an der Einsatzstelle und beim Eintreffen war der Anbau von dem Gebäude stand bereits schon im Vollbrand. Ja, genau, das ist unser großes Problem. Schon ziemlich dichte Bebauung. Wir sind jetzt gerade dabei, noch die Nachbargebäude, aktuell brennt es auch noch im hinteren Bereich, die Nachbargebäude, Objekte zu schützen. Wir haben mehrere Feuerwehren im Einsatz, versuchen jetzt uns über alle möglichen Wege Zugang zu schaffen. Ja genau, wir haben zwei Drehleitern im Einsatz, die Feuerwehr Sinsheim ist da mit dem Löschzug, die Feuerwehr Wiesloch ist da mit der Drehleiter, sodass wir wirklich zwei Seiten abdecken können und eben die Nachbar- oder die Nachbargebäude eben zu schützen. Ja, also das, in dem Gebäude, in dem angebauten Gebäude leben 4 Personen. Eine Person ist leider verstorben durch den Brand. Ja, also der Bauhof ist im Einsatz direkt von Anfang an und versucht uns hier vom Glatteis freizuhalten. Wir versuchen jetzt auch noch warme Getränke an die Einsatzstelle zu bringen. Gerade aufgrund der Temperatur ist es ganz, ganz wichtig für die Einsatzkräfte. Wir sind hier in Michelfeld in der Talstraße. Wir haben ein Gebäude in Vollbrand. Heute Morgen Alarmierung, ca. 4:20 sind Einsatzkräfte, kann man sagen, aus der ganzen Umgebung, natürlich unsere Feuerwehr vorweg, hier im Einsatz und sind im Moment noch bei der Brandbekämpfung. Also es ist wohl so, dass leider eine Person im Zuge dieses Brandereignisses jetzt verstorben ist. Wir kümmern uns im Moment um die Angehörigen, um die Nachbarn und die Bewohner der Häuser, wo wir da im Moment nicht davon ausgehen können, oder des Hauses, wo wir nicht davon ausgehen können, dass die zurück können in das Gebäude. Also der Anbau, das Nebengebäude ist komplett betroffen und das Hausstand im Moment ist derzeit nicht bewohnbar, das ganze Wohngebäude. Unser Bauhof hat dann dafür gesorgt, dass die Straße abgestreut wird, dass die Einsatzkräfte auch sich bewegen können vernünftig. Die Gemeinde sorgt jetzt dafür, dass Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, so der gebraucht wird. Es ist momentan noch so, dass wir jetzt im Moment auch den Einsatzkräften im Moment in der Abstimmung sind, was genau gebraucht wird. Aber wir sind auf jeden Fall vor Ort und werden das dann auch mit Sicherheit hinkriegen, ist kein Problem. Also mir war das schon klar, also ich habe die Feuerwehr ausrücken hören von zu Hause aus und seit dem Zeitpunkt wusste ich, dass irgendwas Größeres passiert ist. Und ich bin dann auch vom Kommandant Kadermann verständigt worden, bin dann sofort raus hier vor Ort.
Angelbachtal. Es ist ein Gebäudebrand gemeldet worden. Das war ein großer Feuerwehreinsatz. Es war initial waren 2 Personen vermisst. Es konnte dann relativ schnell ermittelt werden, dass es lediglich noch eine Person ist, die fehlt. Und die ist leider tot aufgefunden worden im Rahmen der Löscharbeiten. Alles gut.
Fahrer davon.